Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Sofort und Waschbär. Und du bist ja motiviert. Ja. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Action mit mir, dem Herrn Gleich und da dem unmotivierten, demotivierten Herrn Sofort. Ihr seht jetzt ein Gameplay von mir, weil ich bin voll gut und der Herr Sofort ist voll demotiviert, weil er hat das da nicht geschafft, was jetzt zu sehen ist. So, jetzt, also, auf geht's. Gameplay von der Gleich. Der Gleich hat natürlich hier diesen Sky Ranger Skin und hat auch die Flügel. Der hat alles. Ja, alles am Start. Der hat so viel Geld für das Spiel ausgegeben. Genau. Der hat über 200 Euro fürs Spiel ausgegeben. Genau. So, ja. Das ist laut. Arg laut hier. Warum ist das so laut? Weil ich so eingestellt habe. Warum ist das so laut? So, also jetzt gucken wir mal, was ich da jetzt gemacht habe. Ihr wisst ja auch alle, dass ich einen Drachen habe. Was leckt das so? Natürlich habe ich den nicht. Leute, es leckt so. Guck, gleich, es leckt. Ich habe es dir gesagt. Aber ohne Waschi geht nicht. Warum nicht? Nein, geht nicht ohne Waschi. So, also. Doch. Was hüpfst du denn da so rum? Wie ein Hobbelhaus. Obwohl ich ein Tiger bin. Wenn es hier einen Tiger geben würde, würdest du den nehmen? Ja. Wenn es hier einen Tiger im Spiel geben würde, würdest du den nehmen? Ja. Du willst einen Tiger spielen und nicht den Skull Ranger. Ja. Nein. Doch. Wenn du müsstest dir auch den Waffentest den Kaufmann eingeben. Egal. Mhm. Den müsstest du eh kaufen, das wäre gut. Vielleicht kommt ja mal sowas. Also wenn sie jetzt Ralf Reichts schon reinbringen, ja. Vielleicht kommt ja mal den Tigi und Waschi mehr. Vielleicht kommt auch mal Tigi und Waschi, genau. Leute, ich bin immer noch glücklich, dass ich diesen Namen damals erfunden habe. Waschi. Wieder gleich? Mhm. Und Leute, in der Zeit haben auch schon ein paar andere Leute, die den Herr Gleich zum ersten Mal gesehen haben, gesagt, was ist denn das für ein Waschbär? Waschbär. Ja, kein Red Panda Schwarz. Waschbär. Ja, ist ja gut. So, also. Vielleicht haben sie sich damit abgefunden, dass sie ein Waschbär sind. Ich geb's auf. So, jetzt da rechts in dem Haus war auf jeden Fall jemand gewesen, eben gerade noch. Oh, da siehst du, und das hat der Herr sofort wieder nicht gesehen. Ich hätte es gesehen. So. Kriegt man hier auch mal irgendwie Schadenspunkte angezeigt? Ja, weiß ich nicht. Das muss. Sage mal. So. Das gibt's ja gar nicht. Replay Region Damage Effects. Geht doch. So, okay. Mal weiter. So, da hat er sich eine Falle geholt, der Herr sofort. Und jetzt haben wir den Gegner da vom anderen Haus. So. Bam, tot. Irgendwie sieht das komisch aus. Ich muss den mal ganz kurz ein Stückchen runterziehen, weil. Wen? So, das sind immer meine Stummelarme wenigstens nicht echt, ey. Die Stummelpfoten. So. Hits. Oh, noch einen. Na. Was hast du denn da geschafft? Das sah ja fast so aus, als hätte tatsächlich ich gespielt. Ja, ganz ehrlich, nein, ich habe halt da überlegen, was soll ich machen, weil da vorne sind nämlich zwei in dem Haus gewesen. Zwei in dem Haus. Der eine ist ein Abstauber, der andere nicht. Das wusstest du jetzt zu dem Zeitpunkt, dass das eine ein Abstauber ist und andere nicht. Das wusste ich danach, aber ich wusste, dass da auf jeden Fall zwei Leute waren. Und dann war der da. Das ist wohl der Abstauber. Nein, das ist nicht der Abstauber. Nein, weil er von hinten plötzlich damit reingekommen ist. Nein, das war kein Abstauber. Weil ich hab ja nicht gegen jemanden gekämpft. Das war ja der, gegen den ich gekämpft habe. Was leckt der gleich? Guck mal, da hab ich gedacht, ey, willst du mich fertig? Oh, das war ein super Schuss. So, da bin ich ausgerastet, ich hab den gehört.
Also ich habe das Gameplay jetzt noch nicht gesehen. Der Herr Sofort hat nur gesagt, ich muss mir das anschauen, weil es wohl irgendwie später noch witzig wird. Keine Ahnung. Du musst mir dann sagen, was an welcher Stelle ich dann lachen soll. Nein, Leute, gleich wird nicht fürs Lachen bezahlt. Oh mein Gott. Da ist ein bisschen so. Oh mein Gott. Ein bisschen so Joke gemacht, ein bisschen Spaß gemacht, ne, Witze getrieben. Weil er sich selbst geboogiebombt hat. Was, der hat sich selber geboogiebombt? Ja, guck doch. Warst nicht du das? Hey, Herr Klein, als ob du da nicht drauf achtest. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Er hat sich selber geboogiebombt. Tatsächlich. So, warte. Tatsächlich, was ein Vollkosten. Er hat sich selber geboogiebombt. Ja. Das hätte ja gerade ich sein können. Ja, eben. So, na, jetzt pass auf. Na, was ein Glück, dass ich das nicht war jetzt hier. Ja. Hat er dir noch zugeguckt? Ja. Spätestens nach der Aktion hätte ich das nicht mehr. Ja, gemacht. Hat er auch. Dann ist er auch rausgegangen. Ja. Okay. Okay, alles klar. Jo! Jetzt wird erstmal ein Lagerfeuerchen hier gemacht. Wie viel Leben hattest du denn da? Das kann man das nicht sehen, wie viel Leben du hast? Kannst du das nicht anzeigen? Scheinbar nicht, nee. Scheinbar nicht. Machen wir die Nameplates an. Okay, Leute. Oh mein Gott. Ich sehe die Nameplates. Können die Gegner auch auf einer Entfernung sehen? Ja, gut, aber das wird man ja dann wahrscheinlich. So, weil du doch. Wie viel Modus sieht man denn trotzdem jetzt in dem Replay dann die Nameplates? Ja, und dann kann. Ja, weil da ist ein bisschen viel Modus. Du kannst das nicht nachgucken. Naja, okay, alles klar. Also soweit hat Epic Games dann schon gedacht. Das für jetzt hat man 100 Leben gekostet. Und jetzt hat es 150. Das weiß ich. Waschbär, sag doch mal was! Ja, was soll ich dazu sagen? Du bist jetzt momentan auf dem Berg. Yeah. Das ist eine gute Erkenntnis. Übrigens, was haltet ihr eigentlich von den Dynamitstangen? Also, damit kriegst du ja ein komplettes Haus down, ey. Ich mag die Dynamitstangen. Aber nur zu einem gewissen Grad. Ja, also im Fight gegen andere Leute sind die nicht gut. Weil es zu lange dauert, bis diese blöden Dinge. Herr Gleich. Was denn? Leben Sie auf dem Planeten Erde? Warum? Spielen Sie Fortnite aktiv? Ja. Warum? Spielen Sie aktiv Fortnite? Ja. Müssten Sie wissen, dass die. Da. Müssen Sie was wissen? Zack, Ben. Müssen Sie wissen, dass die gut sind, die Bilder nicht da. Im Kampf. Es dauert einfach zu lange, bis diese scheiß Dinge explodieren. Ich mach nur einen Schaden mit dem Ding. Ja, du machst viel Schaden, aber es dauert einfach zu lange, bis erstmal zünden. Hey, gleich tot. Der Typ ist tot, hast ganz viel. Ich hab's gesehen, natürlich. Ich guck hin. Ja. Warum? So, aber es dauert einfach zu lange, bis sie zünden und dann detonieren. Das finde ich nicht so prickelnd. Aber du kannst auf jeden Fall damit schön komplette Häuser wegsprengen. Ja. Also die sind. Mit dem nächsten habe ich so einen Kampf gehabt. Das war so nervig, cool. Weil ich so verämt habe bei den meisten. Da hört man ein. Ja, das ist ein Bug. Ich hab's beliebt. Das war ein Bug. Yeah. Ach so, das ist dann wieder da. Ist quasi eine Fahrung stehen geblieben. Ne? Also abgesprungen. Dann ist dieser Sound immer noch da. Ja. Das Ding geht mir so. So, damit hast du jetzt auch spätestens zu verstehen gegeben, ich bin da.
wie einfach der Pumpelt als Pistolen hier dann gekriegt wurde. Muss jetzt aufpassen, ich hab das den Zeit gemacht. 30 HP gehabt. Dann muss ich wirklich aufpassen, gleich. Ist ja so. Alter, warte. Ich stelle mich da mal irgendwie hinter bekommen. 102. 90. Wie 192? Schaden, ja. Waren es nicht 102? Ich hab schon eben gesagt. Durch. So. Waschbär ist reich. Ich konzentriere mich auf dein Gameplay. Ja, was? Auf ihr Gameplay, Herr Sofort. Warum? Und sie machen wieder nur Blödsinn mit der Kamera. Ah, das Map geht natürlich gut. Klar, logisch. Hey, guck dir mal Tiki an. Ja. Guck dir mal Tiki an. Ich sehe es, vor allem schielen sie. Ganz gewaltig. Sie poppen. Was ist mit diesem Tiki? Was ist mit dem Tiger passiert? Ey, der. Was macht der? Der redet ununterbrochen. Ja, vor allem hast du mich gekapert irgendwie jetzt. Ich weiß nicht genau, wie du es geschafft hast. Ich liege auch bei dir zurück. So, wie komme ich jetzt hier wieder rein? Was? Das war so geil. So, okay, gut, ich baue jetzt ein bisschen gegen dich. Und bau und bau. Und da habe ich schon mal eine Sniper in der Hand gehabt. Ne? Die meisten Leute wissen, was da passiert. Das war ein Lost-Scope! Hast du gerade gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Mann! Ja. Ich will jetzt hier wieder in die Kamera rein. Ich bin 3 Meter von der Kamera. So. Ich muss doch als erstes rein wegen meinem Tiki. Ja, ich weiß. Aber jetzt will ich auch wieder rein. Komm schon. Komm schon. Das ist gut. Alter, Vater. Das gibt's doch nicht. Ja, irgendwie mag die Kamera mich heute nicht mehr. Ja, setzen Sie sich bitte mal normal hin, weil das ist scheiße so. Ich komme nicht mehr in die Kamera rein und irgendwie... Mal. Ja, jetzt musst du doch zuerst rein. Ich hab Schluck auf. Deswegen kannst du nicht in die Kamera rein, oder was? Ah, ich hab Schluck auf. Ist ja geil. So, jetzt bist du wieder da. Jetzt versuche ich auch irgendwie reinzukommen. So, Achtung, jetzt 3, 2, 1. What? What? Was war denn das? Oh, der war übel. Der war übel. Das war ein krasser Kill. Aber ich komme nicht mehr in die Kamera rein. Die Kamera mag mich nicht mehr. Wann mag sie dich überhaupt? Ja, im Moment nicht. Egal. Also, Herr Sofort macht das Video jetzt alleine. Nein! Die Kamera kriegt mich nicht mehr. So. Hey, ich kann nicht im Auto über den Waschbär machen. So. Ich bin der Waschbär. So, da ist eine Truhe. Ah. Jetzt bin ich versperrt. Ja, und jetzt gehst du mal bitte. Gehst du mal bitte wieder rein. Und dann komme ich auch mal rein. Und jetzt soll wieder das funktionieren. Ah. Ah.
Nein, jetzt bin ich wieder der Tiger. Ich muss nochmal raus. Ja, was denn? Warum? So, jetzt bist du drin. Jetzt bleib doch mal vorne. Boah. Was hast du denn für Geräusche von dir? Ich muss aufstoßen. So. Oh, das war ein bisschen cool. Ah. Alter! Was machst du denn? Der Schluck auf. Schluck auf. Das ist kein Schluck auf, du rülpst hier wie ein. Da rülpst mein Schluck auf. Unglaublich. Und Mund zu. Es tut mir leid, ehrlich, ich schäme mich schon gerade richtig. Ja, sofort. Ich müsste auch mal mit dem seinen Erziehungsberechtigten reden. Die haben irgendwie keine gute Arbeit getan, keine gute Arbeit geleistet. Das ist richtig. Also das ist also ziemlich schief gelaufen hier mit also der das eine Elternteil hat keine richtige Arbeit geleistet. Mit der Erziehung hier, das ist nichts geworden. Geht er gleich? Ja, ja. So, also da oben. So, jetzt erklären Sie mal, Herr Sofort, warum Sie das machen. Sie haben mir das letzte Mal erklärt. Ja, also Leute, und zwar, wenn ihr einen Airdrop anschießt, dann klar wissen die Leute, bla bla bla, ihr seid wo, und dann haben die Camper namens ja gleich auch immer Angst davor. Oh, wir können ja gesehen werden. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, ich habe entwickelt jetzt einfach eine Taktik, und zwar, du schießt den Airdrop an, dann weißt du, also es gibt ja diese Postbar, nennt man das ja auch, also Healthbar. Und dann kannst du quasi daraus ausmachen, wie. Das war also ein Hit, das war auch nochmal ein Hit. Das war ein 100 IQ Play. Achtung! Guck mal, wird nicht von der Dinge hin, ich hole die runter und explodiert. Jetzt verstehst du so nicht, warum die Falle da nicht ausgelöst hat. Weil da eine Treppe drüber ist. Ja, ist ja scheißegal. Nein. Wenn du eine Treppe, das haben wir doch auch schon gemacht, Treppe über eine Falle drüber und es hat trotzdem ausgelöst. Okay. Egal. Also, ja, auf jeden Fall willst du dann quasi, wenn der Airdrop auf. Ja, gemacht wurde. Da hinten ist einer. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja, sehr gut. Du als Camper müsstest ja alles sehen, ne? Ich sehe eigentlich immer fast alles. Nur wenn ich angeschossen werde, weiß ich manchmal nicht. Ich weiß, hey, gleich steht dann so da wie so ein, ich wissen, wie ein orientierungsloser Waschbär. Ja? Und ich weiß ja nicht mehr, was er tun soll. Nein, ich baue mich erst mal ein, aber ich weiß meistens dann nicht, von woher die. Aim ist da, hast du gesehen? Aim ist da. Ja, war gut. Wie viele haben denn hier noch gelebt überhaupt? Vier. Kann man nämlich irgendwie gar nicht sehen. Vier. Kann ich schon die Leben sehen? Nö. Vier. Da habe ich die Falle mitgelegt. Der Typ ist nicht so auf die Nerven gegangen. Nochmal halt. Der Typ ist nicht so auf die Nerven gegangen. Nochmal halt. Nochmal halt, nochmal halt. Der Typ ist nicht so, der beiden Typen sind so auf die Nerven gegangen. Ja, ist halt mal wieder der Sofort-Style, weißt du? Man legt sich nicht mit einem an, man legt sich gleich mit allen an, die noch irgendwie auf der Map sind. Mit der gleichen muss ja eh meistens so was zu spielen, das bedeutet, ich kann mich auch mit so Leuten anlegen. Wie oft habe ich dir schon das Leben gerettet? Nicht so oft wie ich dir? Aus den. Ja, nur. Ich mach das aus den auswegslosen Situationen. Hast du gesehen? Na gut. So, und jetzt push mal nach vorne. Push. Und Leute, eine Pyramide über euch. Das ist ein bester Trick. An der Seite hochbauen und über ihn bauen und einbauen. Einboxen. Und dann push. Und dann hochbauen. Und Schuss. Bäm, tot. Jetzt, das war der letzte. Jetzt hat nur noch einer gelebt und ich musste da irgendwie runter. Also musste ich ja, schnell da runter. Und dann so schnell bist du aus dem Baum raus. Solltest du auch lernen gleich? Haben wir ja schon. Also von wem hast du denn diese Technik? Tiffio. Nein. Doch. Diese Technik habe ich dir am Anfang mal gezeigt. Ganz am Anfang. Aus irgendeinem Video von irgendjemand. Ja, aber da war es noch sehr, sehr unbekannt, deswegen habe ich nicht gelernt. Aber danach habe ich es nochmal von Tiffio gesehen. Aber ursprünglich habe ich es von dir. Ja, das ist ja schön und gut mit dem. Und jetzt. Was ist mit dem los? Was ist das für eine? Was war das denn für eine? Ja. Was? Ja.
Was? Das war der letzte Gegner? Ja. Nein. Doch. Nein. Ey, der war ja richtig schwach. Der stand ja einfach nur da. Der war ungefähr auf deinem Level. Nein. Nee? Das wäre mir nicht passiert. Okay, also wenn euch das irgendwie gefallen hat, bitte dabei liken davon, bis dann noch ein anderes. Alter, Vater.